So, wir spielen jetzt die zweite Runde. Wir haben die ersten fünf Fotos abgegeben. 1988. Teil 11 dann. Teil 10 der los. Oh ne, sie machen also den Teil 10 einmal wieder. Ein weiterer aufregender Auftrag als Nickel News Fotografin. Ich bin gespannt, was Natalie für mich hat. Meine Güte, sind wir wieder übereifrig heute Morgen. Ich kann es kaum warten anzufangen. Ich arbeite an einer Geschichte für zukünftige Ausgaben von Simple Beat Nickel und wir brauchen Fotografien. Ich habe eine Liste für dich und die Kamera. Du musst noch 25 weitere Fotos bringen, bevor du in deinen Job als Spielentwickler bei Lucasfilm zurückkehren kannst. Ich finde besser diese Kamera, werfe einen Blick auf die Liste und lege los. Achso, was kriegen wir diesmal für Items? Okay. Gibt's hier neue Sachen? Ja, da gibt's Neues. So, was haben wir denn? Beitrag über die Schließung des Edmund Hotels, Bewertung neuer Adventure-Spiele, Story über Kinderarmut, etwas Ekliges, Story über Straßensicherheit. So, was haben wir denn hier? Art by Elton wird als Bilderbuchgeschäft wieder eröffnet. Wir waren, was haben wir schon alles, oder? Na, können wir rausgehen. So, Preisfrage ist. Wir hatten ja die ersten Staubkörner schon. Was geändert? Moment, das ist ja alles, was wir schon hatten, oder? Moment. Das bedeutet aber andersrum, dass wir alles. Genau, wir finden auch die Flasche hier. Moment, wir brauchen. Was Ekliges haben wir ja schon. Kinderarmut könnten wir hier machen, übrigens. Musst mir schon was schenken, wenn du ein Foto von mir willst. Eine Flasche hätten wir auf jeden Fall. Wo muss man wo die rankriegen? Ich denke, Pillowbear wird es werden. Ich will nur wissen, ob sich hier irgendwas krass geändert hat. Hier war kein Staubkorn gewesen, das ist jetzt hier. Hat auch nichts Neues. Okay, also wirklich. Das ist größtenteils dasselbe, wahrscheinlich nur. Nur an ein, zwei Stellen ist was dann aufgetan. Was Neues. Okay, Straßensicherheit. Genau, Straßensicherheit, da können wir doch das machen. Hat sich hier etwas geändert?
Okay, wir können Glas Wasser direkt nehmen. Übrigens kein Achievement dafür. Was ist denn so? Okay, das Glas haben wir immer noch. Wir können also ein Glas Wasser zum Beispiel, wenn wir irgendwann Wasser kriegen. Die Street kommen wir immer noch schön. Können wir die Toilette schon gehen jetzt? Wir haben sie ja... Ja, stimmt, wir haben sie. Es wurde also gespeichert. Jetzt können wir was Ekliges machen. Bewertung. Ich kann irgendwas aufschrauben. Also Schließung Admin Hotel bedeutet, wir können vielleicht ein Foto vom Hotel aus der Entfernung schließen. Schließen, genau, schießen. Guck an, wir... Okay, geht nicht anders. Bewertung neuer Adventure-Spiele. Bewertung neuer Adventure-Spiele, was soll man denn da machen? Hier irgendwas. Das Trademark war bei Lederjacke, aber ganz hinten ist ja irgendwie ein bisschen falsch. Okay, wir können jetzt nichts Neues besuchen ansonsten. Bewertung neuer Adventure-Spiele. Das riecht... Also es stinkt, okay. Ich glaube, die Stelle mit den Adventure-Spielen war ja ganz hinten rechts gewesen. Da kommen wir noch nicht hin. So, was gibt's hier? Neue Pakete vielleicht? Durch das Glas. Die Kasten aufbrechen. Okay. Diese Animation wieder. Geräusche. Zerstörter Briefkasten. Schau rein. Ist dunkel da drin. Blitzlicht vielleicht. Kann ich doch noch mit ihm reden? Wir haben jetzt da was ein Loch reingemacht. Warum? Können wir noch eins machen? Okay. Wir haben was aufgestoßen. Achso, können wir irgendwas machen mit Feuer? Okay, wir bräuchten irgendwas, was brennt. Dann könnte man eine Fackel. Brauchst du ein Glas? Das wollen Kinder nicht. Ein Spielzeug. Da
Warte mal, wir haben hier eine Flasche gehabt. Moment, aus dem neuen Spiel, was willst du lieber? Ja. Wir werden neue Adventure-Spieler. Puppe. Ich mache mal ein Foto von der Puppe. Dann frage ich mal, ob ich die Puppe kriegen kann. Haben Sie irgendwelche Bücher über Fortran? Also, ich hole die jetzt nochmal. Ich hole nochmal das Buch, um ehrlich zu sein. Aber ich würde fast behaupten, das würde euch nicht weiterbringen. Wir haben ja fehlt noch ein was und da habe ich jetzt das Bild von einem hässlichen Etwas. Ich glaube, Extremitäten hätten wir auch dort das fotografieren können, die Notiz. Mit Arm rechts, Arm links und so weiter. Dran. Okay, wir gucken mal, ob wir das Buch verschenken können oder das Bild von dem Teddy. Das will er nicht. Shit, können wir ein Foto anbrennen? Foto. Was können wir für Hilfsmittel kriegen noch? Gucken wir mal nach. Es fehlt ein Geschenk für den Jungen, dann können wir den Jungen fotografieren. Heftklammer, Briefmarken, Bleistifte, Tipp-Ex. Ist da irgendwas, was uns wirklich hilft? Bleistifte? Yeah, meine Güte. Tipex. Okay. Hatte ich nicht irgendwo den Bären gesehen? Oder habe ich das gerade, weil ich nochmals neu gespielt hatte, geträumt? Ist auch nichts Neues dabei. Telefon. Okay. Shit, da fehlt mir irgendwas Kleines. Okay, wenn ich dem Kind jetzt das Schild zeige, ist er dann schon begeistert und sagt, oh ja, ich möchte genau so einen Bären haben. Dann
kriegt man ja die Info des wirklichen Bärs, der es wird. Muss ich doch diesen Bären organisieren. Aber wie kriege ich den? Ach komm, Annabelle, die Mutterpuppe oder sowas, kriegt man schon hin. Ich tue mich mal schnell durchswitchen. Flasche ihm geben. Okay, ist okay, mit D&D und Code ist Evil. Ist schon ganz nett. So, da gehen wir nochmal hier hin. Ich meine, da sind massenweise Pakete davon. Können wir da nicht einfach irgendeins nehmen? Ja, aber wir haben ja schon. Da wird es sein, dass wir irgendwie Licht machen müssen. Aber kriegen wir denn was, was Licht macht? Oder müssen wir einen Molotow bauen? Jeder hat gesagt, Blitzlicht, ein paar greifen wir rein, aber das versteht sich nicht. Schon. Okay. Schnauzgeräte mit Wasser. Es gibt immer noch nichts zu essen. Lass es nochmal neu durchgehen. Wenn wir die Flasche geben. Nein, geht nicht. Da ist übrigens. Seht ihr das? Da vorne ist ein Staubkorn. Okay, Idee. Wir sind mal ganz arschig und machen noch mehr Briefkästen kaputt. Der ist eh abgelenkt. Und hoffen in irgendeinen der Briefkästen finden wir einen Bären. Das wäre jetzt meine Idee. Ich könnte den Laden einbrechen, aber das würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Ich hoffe zumindest, dass sie es nicht vorhat. Also Schraubenzieher. Okay, die sind schon nur. Kann ich da nicht irgendwas machen, dass die nicht mehr versendet werden? Einfach ein Schild abmachen, dann heißt ja, können sie nicht mehr versenden, deswegen nimm ruhig sie oder irgend sowas.
ein Foto von Kisten. Also entweder mit Feuer irgendwas, um was zu erhellen. Wir hätten noch eine Taschenlampe haben oder sowas. Gut, natürlich kann es so sein, dass jetzt mit dem anderen... Moment, das will ich ganz kurz gucken. Kann ich hier einbrechen? Dass vielleicht doch in dem Polizeigebäude jetzt in Aktenschränken was ist. Geschlossen. Kann ich da einbrechen? Nee. Okay, also hier hat sich nichts geändert. Okay, was ist hier der Trick? Irgendwas mitnehmen, was wir bisher nicht konnten. Moment. Das ist aber anders als im Hauptspiel. Öffne. Schräg, das ist ein Autopsiebericht über einen Mord letztes Jahr an einem gewissen Boris. Es gab keine Morde in Silverweed Park seit 20 Jahren. Oh, oh, eine Erinnerung, die nicht gut ist. Habe ich da nicht kürzlich was über einen Ermordeten namens Boris gelesen? Was, Le? Du hast es gelesen. Wir hatten nie einen Mord in Silverweed Park und ich kenne niemanden namens Boris. Ich weiß nicht. Okay, okay, das ist interessant. Das heißt aber andersrum, wir lernen dadurch, die Schränke laufen hier anders ab. Man konnte ja davor, wir öffnen jetzt mal alle Schubladen, schau rein. Aha, Ärger beim Zirkus. Polizeiberichte. Okay, wir können damit auch ablenken. Was habe ich da beim Verlassen des Zuges gelesen? Was nein? Ransom ist so berühmt wie nie, seit er die Beschimpfungstirade vor vielen Jahren losließ. Hast du das gelesen? Wir denn um Himmels Willen eine Taschenlampe her? Ja, wir können jetzt nochmal gucken. Ich meine, wir haben jetzt auch bei den Nickel News können wir nochmal die ganzen einzeln aufmachen, nehme ich an, demnach. Ah ne, hier ist immer nur das Oberste. Wir brauchen leider Feuer. Weil einfach der Kamera drauf gehen, das reicht nicht aus. Oder wir müssen irgendwo einen Bär stehlen. Schild vielleicht auch. Hm.
hier auch nichts kombinieren, nichts Sinnvolles. Foto von einem leeren Glas. Okay, ich würde mal ein bisschen rumprobieren, ob ich es rauskriege, was wir hier holen müssen. Wie gesagt, ich denke, entweder müssen einen Bär stehlen, das ein Kind geben, oder wir müssen dem oder Postfach ist irgendwas zu finden, was ein Spielzeug ist für den. Ich guck mal schnell. Ich melde mich gleich wieder. So, die Lösung war einfacher als gedacht. Ich bin mal durchgegangen. Was hatten wir gefunden im ersten Spielerschlauch? Das hatte ich wieder vergessen. Den Süßigkeitenspender. Ja. Also gib diesen anscheinend. Danke. Lass ihn nicht deine Zähne ruinieren, wie sie es mit meinen taten. Du hast das letzte Bild. Lächeln. So, wir haben keine Fotos mehr, aber müssen damit alles haben. Und den macht Tag 2 oder Runde 2 erledigt haben. Gucken wir nach. Ich denke, ich bin fertig mit dem Auftrag. Sieht großartig aus. Der Testlauf ist nun vorbei. Kommt Gehaltserhöhung? Nope. Förderung? Nope. Nope. Spiel beenden. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder zur Runde 3. Und damit willkommen zu Runde Nummer 3. So, ich mach mal hier das schnell. So, also mal ein Blick auf die toten Sprachen der Antike. Das ist Fortran. Bissiger Abriss über rüde Bankangestellte. Story über Präsident Thomas Jefferson. Ein Foto unserer neuesten Fotojournalistin. Das ist Spiegel. Lupudelei auf die SimpleCon 88. Okay, das ist das Poster. Das ist schon ein paar Sachen. Also, wir nehmen. Wir werden immer schneller. Okay. Fortranbuch, wo sind hier hinten? Da können wir gleich das Fortranbuch holen. Und weil ich nicht weiß, wozu, wir nehmen mal die Flasche mit. Die haben es ja nicht gebraucht, also wird die bald notwendig sein. Nee, wir müssen einmal. Nein, wir müssen. Schiebe nach rechts. Ich nehme jetzt keine weiteren Staubknochen mit, oder? Übrigens, die Puppe hat diesmal keine roten Augen. Oh, übrigens schneller, wenn wir ganz nach oben gehen. Gut, wir haben das Buch, das ist schon mal gut. Ach doch, bis sie an. So, wir machen ein Bild von dem Buch. Und haben damit den ersten Auftrag erfüllt. Okay. Wir gehen als nächstes zur Bank. Vielleicht kriegen wir raus, was mit den Bankangestellten zu tun ist. Hilfe gesucht, Kassierer, bis wir ihn gefunden haben. Ist damit einfach nur das gemeint? Wartet mal, stimmt. Deswegen gehe ich hier lang. Unsere liebe Schwester. Zeigst mein Jobangebot. Du denkst, ich brauche einen Job, wie das ordinäre Volk. Wobei, ich habe nie. Naja, ich werde. Ich schau mal vorbei. Alles klar, damit geht sie dran vorbei gleich. So. Dann hätten wir das gleich. Guck an. Wir sind drin. Tonne haben sie mitgenommen. Glückwunsch zum neuen Job. Psst, nicht so laut, jemand könnte meinen Namen nennen. Ich höre es. Kontostand? Lass mich schauen. Du hast eine große 0,0 Euro. Schönes Wetter. Wie geht's, Chucky? Wen kümmert's? Ah, guck mal, wir können.
Okay, wenn wir das haben, ist sie hier drin. Das ist schon mal gut. Jetzt können wir ein Foto machen von ihr. Perfekt. Können wir da ein Foto machen? Ah ne, wir brauchen es von dem erstmal. Wir gehen mal hier hin. Ich sehe übrigens haufenweise Staubkörner, aber ich weiß nicht, warum ich sie jetzt nehmen sollte, um ehrlich zu sein. Vom Spiegel. Getroffen, wunderbar sehen wir aus. Okay, als nächstes Jefferson. Jefferson. Haben wir bisher ein Bild von Jefferson gehabt? Wir hatten die Bilder von den alten Herren in der Stadthalle gesehen und hatten. Jefferson ist auch auf Geld zu sehen. Okay, kriegen wir vielleicht Pfandflasche? Ist das so eine Idee? Ein Groschen, das würde ich sagen. Ich frage mich, warum die Köpfe von Präsidenten da drauf geprägt haben und nicht von coolen Leuten wie Ada Lovelace. Ah. Okay, das war eine einfache Runde. Gut, das war die bisher einfachste Runde, definitiv. Das heißt, in der Folge schaffen wir noch die Runde 4. Weil laut denen haben wir ja von 30. Wir schaffen jetzt also dritte Runde erledigt. Yeah! Gibt schon in der Statistik so viel Staubkörner gefunden. Aber ganz ehrlich, ich habe die jetzt nicht alle gesucht. So, also. Bin fertig. Und dann sage ich, wir sehen uns gleich wieder.